Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr euch reingeklickt habt zu diesem neuen Video hier. Wir werden heute gemeinsam einen Christmas-Look schminken. Sehr von euch angefragt, wie jedes Jahr eigentlich. Natürlich mache ich das dieses Jahr auch wieder und zu diesem besonderen Anlass habe ich wirklich nur das Beste vom Besten aus meiner Schminksammlung rausgesucht und daraus werden wir heute einen Weihnachts-Look schminken. Ich würde sagen, wir starten direkt mit dem Video. Los geht's, viel Spaß dabei. Hör mal, das Video ist in Kooperation mit Flaconi und ich habe einen megamäßigen Rabattcode für euch klar gemacht. Ihr könnt einfach mal 30% sparen. Es gibt keinen Mindestbestellwert. 30%? Hallo, wann gibt's das mal? Schickimicki30 lautet der Code und alles, was ich jetzt auch dafür verwende, kriegt ihr bei Flaconi und habe ich euch auch unten in die Infobox reingelinkt. Und wir starten direkt mit dem Primer. Ihr wisst ja, dass ich das All Nighter Setting Spray auch schon eine Weile verwende und darauf ist wirklich Verlass. Der All Nighter Primer bereitet die Haut perfekt auf die Foundation vor. Der zeichnet sie so ein bisschen weich, also hat so einen Smoothing-Effekt. Und dient eben als perfekte Grundlage für einen langanhaltenden Grip der Foundation. Das Ganze kommt auch in einem Pumpspender, was ich sehr praktisch finde. Und das gebe ich mir mit den Händen im kompletten Gesicht auf und verteile es gleichmäßig von innen nach außen. Ich habe ja gesagt, ich habe wirklich nur die Besties rausgesucht und da gehört definitiv diese Foundation hier zu. Die Born to Glow Foundation von NYX ist momentan wirklich mein Top Seller, Bestseller aus meiner Schminksammlung, was Foundation angeht, benutze ich einfach unglaublich gerne. Momentan habe ich euch hier auch schon 1000 Mal auf meinem Kanal vorgestellt. Und natürlich würde ich zu einem sehr besonderen Anlass, zu einem sehr besonderen Make-up auch diese Foundation hier tragen. Ich trage die Farbe Buff übrigens, fragen immer ganz viele. Die hat eine super schöne Konsistenz, hat auch eine eher höhere Deckkraft, lässt sich aber richtig schön ausblenden und hat trotzdem ein natürliches Finish, was ich hier dran sehr, sehr schätze. Und sie gibt eben so einen ganz natürlichen Glow. Ich mag diese Foundation einfach unglaublich gern. Selbstverständlich mag ich auch super gerne den passenden Concealer zur Foundation. Das ist der Born to Glow Concealer in der Farbe Vanilla. Benutze ich tatsächlich im Alltag sehr, sehr häufig. Heute aber nicht, denn es ist ja ein besonderer Look. Da darf auch ein bisschen besondere Schminke her. Deswegen kommt der Touche Éclat von Yves Saint Laurent zum Einsatz. Das Ganze gebe ich meistens immer nur in einer dünnen Schicht unter dem Auge auf und verblende das Ganze mit einem angefeuchteten Make-up-Schwamm. Ein High-End-Concealer wird jetzt gesettet mit diesem Essence-Puder hier. Tatsächlich habe ich bisher noch kein besseres Banana-Powder für mich getestet oder rausgefunden, weshalb ich immer wieder darauf zurückgreife und ihr seht es auch schon, ne? Das ist ziemlich aufgebraucht schon. Es ist, spricht für sich einfach. Ich nehme das mit einem feinen Pinsel diesmal auf und tupfe das Ganze hier auf dem Concealer, um das Ganze eben zu setten. Dieser Brighten-Up-Effekt, der unterstützt einfach dieses Highlight, den der Touche Éclat eben geschaffen hat. Zum Setten für den Rest des Gesichtes verwende ich jetzt das Stay Naked The Fix Powder von Urban Decay. Ich habe hier die Farbe 60NN und damit gehe ich wirklich nur über die Partien drüber, wo ich jetzt noch kein Banana Powder aufgegeben habe, sondern dort, wo die Foundation dann auch sitzt, um das Ganze eben zu setten. Und dieses Puder, das macht so einen richtig schönen Airbrush-Effekt, also es sieht super weich gezeichnet aus, es unterstützt die Deckkraft leicht und es macht das Make-up eben haltbarer, was ich sehr, sehr gerne mag. Dieses Augenbrauen-Gel hier habe ich mir jetzt nachbestellt, weil ich das einfach einmal komplett aufgebraucht habe und es so, so gerne mag. Wonderbrow heißt das Ganze und ich habe die Farbe Black Brown. Sieht aber mehr so aus wie so ein Ashbrown, finde ich. Passt perfekt zu meiner Haarfarbe bzw. zu meinem Augenbrauenton. Das hier ist wirklich der Shit. Das könnt ihr mega gut eben jetzt über die Festtage tragen, weil ihr euch nur einmal die Augenbrauen nachziehen müsst. Oder eben halt auch für den Sommer sehr gut verwenden, denn das Ganze ist wasserfest und es hält bis zu 3 Tage. Also ideal. Für die Weihnachtstage finde ich persönlich. Es kommt übrigens in der Verpackung auch direkt so ein Pinselchen mit dazu und so eine Spule. Kann man verwenden, muss man aber nicht. Ich persönlich benutze da lieber so meine eigenen Pinsel für. Oder man nimmt das Ganze eben hier von diesem Applikator, was ich aber persönlich ganz, ganz unpraktikabel finde, weil man einfach das Produkt viel zu überdosiert. Ich kann es einfach am besten mit meinem Augenbrauenpinsel kontrollieren, den ich sonst auch immer verwende und das Produkt schön in die Augenbrauen einarbeiten, vor allem auch die Kontur nachziehen und eben natürlich auffüllen. So dass ich ein richtig schönes Augenbrauen-Styling habe, was eben halt auch super lange hält.
Okay, kurzes Add nochmal zu diesem Produkt hier. Es ist so, dass ihr beim Abschminken die Augenbrauen natürlich aussparen müsst. Also jetzt nicht mit einem getränkten Wattepad da rüber rubbeln und schrubbeln, dann geht das Produkt natürlich ab. Ne? Es geht eigentlich hauptsächlich darum, dass es wasserfest ist, dass ihr damit duschen gehen könnt, baden gehen könnt, dass es schwitzresistent ist, wenn es vom Rackgerät mal ein bisschen wärmer wird, hält das definitiv stand. Und nun kommen wir zum Hauptteil und der Teil, wo ich mir jetzt richtig Zeit nehmen werde für mich, das werde ich an Heiligabend auch machen. Ich habe mich dazu entschlossen, dass ich euch nicht so einen klassischen Weihnachtslook zeigen möchte mit Rot- und Grüntönen, also rote Lippen, keine Ahnung, goldenes Make-up, grüner Kajal und so weiter und so fort. Das gibt es noch und nöcher. Ich möchte euch einen richtig schönen Gold Bold Nude Classy Look zeigen, den ihr einfach super elegant am Heiligabend oder wann auch immer ihr Lust darauf habt, tragen könnt. Den werde ich schminken mit der Urban Decay Naked Honey Palette. Die Farben sind so schön. Schaut mal bitte. Also, das ist Honig pur und das bringen wir jetzt aufs Auge. Um das Lid perfekt auf den Lidschatten vorzubereiten, verwende ich jetzt von MAC den Pro Longwear Paint Pot in der Farbe Soft Euch und gebe das Ganze auf dem ganzen Lid auf, um Äderchen zu neutralisieren, um eine helle Base zu schaffen, damit die Lidschatten alle genauso wie in der Palette auch rüberkommen. Alles kann, nichts muss. Das ist wirklich nur nice to have, wenn ihr sowas in eurer Schminksammlung habt oder euch mal was gönnen möchtet. Ansonsten könnt ihr natürlich auch euren Concealer nehmen, den ihr bereits unter dem Auge aufgegeben habt. Für unseren Bold Gold Look starte ich mit der Farbe Drip und gebe das Ganze in die Lidfalte und nehme das Ganze als Übergangston. Das heißt also, dass die Lidschatten später dann richtig schön miteinander überlaufen können. Und die Lidfalte baue ich dann auf mit dem direkt dunkelsten Ton aus der Honey Palette, die Farbe Sting. Damit gehe ich ganz, ganz genau in den inneren Augenwinkel, in den äußeren Augenwinkel und zeichne richtig satt die Lidfalte nach. Das liegt gar nicht an der Palette. Das habe ich wirklich sehr, sehr häufig, dass mir ein dunkles Schwarz fehlt. Mit einem Schwarz kann man einfach super gut mischen und Töne noch tiefer gestalten, wie zum Beispiel auch den Ton Sting. Deshalb habe ich nochmal hier so einen Art Deko-Ton in der Farbe 503 und nehme einen Feinpinsel und intensiviere damit nochmal den äußeren als auch den inneren Augenwinkel und blende das Ganze eben über die Lidfalte ein, sodass ich das Ganze wirklich richtig schön vertieft bekomme. Die Reste von dem schwarzen als auch von dem braunen Pinsel gebe ich am unteren Wimpernkranz entlang, um wie immer eine Einheit zu schaffen. Wie vorhin schon gesagt, alles kann, nichts muss. Deshalb nehme ich wieder den Pro Longwear Paint Pot. Ihr könnt hier wieder euren Concealer nehmen und das Zentrum des Lides ausreinigen. Ich ziehe mir eine Half-Cut-Crease ein. Das Schöne an diesem Paint Pot ist, dass man damit einfach super gut Kontrolle hat. Er ist sehr cremig und damit kriegt man wirklich eine schön saubere Cut-Crease hin, die ich wirklich nur im Zentrum des Lides platziere, um dann im Anschluss einen richtig schönen goldigen Lidschatten drüber zu geben. Hierfür wähle ich die Farbe Gold aus der Honey-Palette. Das Ganze nehme ich mit dem Finger auf und ihr seht schon, die Pigmentierung ist auf jeden Fall am Start und ich freue mich mega, wie das Ganze hier auf dem Lid rauskommt. Es geht genau in die Richtung, wo ich hin wollte. Ich liebe es einfach, wenn die Produkte performen wie geplant. Kleiner Tipp, wenn ihr noch ein bisschen mehr Glitter in den Look bringen möchtet und vielleicht auch nicht so gut zurechtkommt mit Pigmenten oder so, das ist ja immer so eine Sache, ein bisschen schwieriger, dann könnt ihr auch ganz einfach diesen Glitter Goals Liquid Eyeliner nehmen von NYX zum Beispiel. Das ist die Farbe Zodiac Queen und den gebe ich einfach ganz, ganz fein nochmal im Zentrum des Lides auf, um dort ja, das Ganze richtig schön zum Funkeln und zum Strahlen zu bringen. Um noch ein bisschen mehr Dimension in den Look reinzubekommen, nehme ich jetzt noch mit einem ganz feinen Pinsel die Farbe Flyby auf und ziehe das nochmal im Zentrum des Lides auf das Glitter drauf, um hier wirklich nochmal so einen richtigen Halo-Look zu schaffen. Ich werde wirklich regelmäßig nach einer gut funktionierenden Mascara gefragt und meine Antwort ist oftmals die gleiche. Und zwar ist es die False Lash Bambi Eye Mascara von L'Oréal. Wer meine Videos schon länger schaut oder meinen Content verfolgt, der weiß auch, dass ich ein sehr, sehr großer Fan schon ganz lange von dieser Mascara hier bin. Ach, Mascara ist immer so ein Fluch und ein Segen zugleich, ne? Bei dem einen funktioniert sie gut, bei dem anderen nicht so gut. Das hier ist auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Die werde ich jetzt auch verwenden und meine Wimpern vortuschen. Vorher werde ich aber eine Wimpernzange verwenden, sie vorbiegen, dass sie schon mal den nötigen Schwung haben, bevor ich dann die Lashes draufgebe.
So, ihr Lieben, Wimpern ist natürlich kein Pflichtprogramm, aber ihr wisst ja, ich bin eine Lash Queen und ich liebe es gerade, wenn ich so auffälligere Looks schminke, dann das Ganze eben noch mit einem richtig kräftigen Wimpernaufschlag zu unterstützen. Da meine eigenen Wimpern das momentan nicht so hergeben, müssen halt die Melody Lashes her. Die habe ich im Style Roxy gewählt und ich finde die so schön. Die sehen so nice aus. Ich möchte euch sehen, meine Support-Bienchen. Schreibt gerne den Bienen-Emoji in die Kommentare und gebt dem Video einen Daumen nach oben, damit ich sehe, dass meine Support-Bienchen fleißig sind. Und wir machen weiter mit dem Bronzer. Der Butter-Bronzer von Physicians Formula duftet so lecker nach Kokos. Übrigens ist Physicians Formula hyperallergen. Das heißt also für sensible Häute geeignet. Falls ihr ein bisschen auf Produkte reagiert und so, solltet ihr euch die Marke mal anschauen. Und dabei eine mega krasse Performance. Mag die Produkte wirklich sehr, sehr gerne. Ich habe den Bronzer in der Farbe Deep Bronzer gewählt und nehme einen fluffigen Pinsel und gehe damit in mein Gesicht, auf die Wangenknochen, auf die Stirn und gebe meinem Gesicht ein bisschen Wärme und Frische. Ein bisschen Blush habe ich auch noch am Start und da verwende ich die Farbe Coppertone von MAC. Das ist ein ganz absolutes mattes Blush in einer Farbe, wie ich es unglaublich gerne mag und auch sehr schön zu diesem Look hier passt. Es ist sehr gedeckt, gibt aber trotzdem Frische und geht auch so in diese Nude-Richtung, was ich einfach unglaublich gerne im Alltag oder eben halt auch so bei so glamouröseren Looks gerne trage. Ich habe an dieser Stelle hier ein Muttermal. Und da gehe ich immer nochmal mit einem Q-Tip drüber, um die Foundation an dieser Stelle ein bisschen abzutragen, damit der so schön durchscheint. Ich finde den nämlich eigentlich ganz cute. Ich werde jetzt mein Make-up fixieren, damit es wirklich den ganzen Abend da sitzen bleibt, wo ich es aufgetragen habe. Und dafür verwende ich das Fixing Spray von Kryolan und gebe mir das Ganze im Gesicht auf. Das ist wirklich gut, Freunde. Kryolan ist Theaterschminke, also ihr wisst, was das bedeutet, ne? Das hält ordentlich was aus. Es ist auch im Gegensatz zu anderen Setting Sprays trocken auf der Haut. Fühlt sich ein bisschen an wie Haarspray, aber hält das Make-up wirklich bombenfest. Ich verwende jetzt noch ein bisschen Highlighter und heute nach ganz, ganz langer Zeit mal wieder den Mary Luminizer von The Bomb. Der ist wirklich so gut. Der ist Gold, Champagner, hat eine richtig krasse Pigmentierung. Und ich habe so viele Highlighter, dass ich gar nicht dazu komme, mal alle zu verwenden. Ich freue mich jetzt mega drauf, weil das ist mit einer meiner Liebsten tatsächlich. Und den gebe ich auf dem oberen Wangenknochen auf, so ein bisschen auf dem Lippenherz, zwischen den Augenbrauen ein bisschen, um das Gesicht gezielt zu highlighten. Auf den Lippen gibt es heute die Farbe Burnt Spice von MAC. Das ist ein Retro Matte Liquid Lip Color Lipstick. Das ist so ein richtig schöner My Lips But Better Shade, ne? Der unterstützt einfach die natürliche Lippenfarbe mit so einer nudigen Unternote, was mir persönlich richtig gut gefällt. Und gerade jetzt über die Festtage würde ich euch ein mattes Finish empfehlen. Davon habt ihr meistens länger was von als jetzt von den glossigen, shinigen Texturen. Die sind immer ein bisschen flüchtiger, wenn man viel trinkt, wenn man viel isst. Ist natürlich jetzt auch keine Garantie, dass ein mattes Finish Ewigkeiten hält, aber davon habt ihr auf jeden Fall ein bisschen länger was. Und die Farbe, Freunde, unglaublich schön. Nicht nur für die festlichen Tage, sondern auch für den Alltag. Solltest du mich noch nicht abonniert haben, dann hol das sehr gerne hier an der Seite nach, dann verpasst du keine Videos mehr von mir. Und ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und bis bald. Tschüss.